Im Norden Islands, in der Gemeinde Skagafjordir, befindet sich der Reiterhof Lyttingstadir. 20 Kilometer entfernt von der Ringstraße lebt Evelyn mit ihrer Familie und ihren Angestellten. Heute Morgen hat sich eine Reisegruppe angekündigt und Evelyns ausgefallenes Outfit hat einen speziellen Grund. Ich habe mich halt für die Gruppe jetzt ein bisschen eingekleidet, um so ein bisschen zu zeigen, wie die Frauen früher gekleidet waren. Also es ist jetzt keine Festtagskleidung, sondern das ist mehr so ja, Alltags- und Gebrauchskleidung, halt wie das so typisch war, mit einem Rock und einer Schürze drüber und eben so das Tuch. Und heute ist es heute auch ein bisschen frisch und dann ist es ganz gut, sich warm zu halten. Und die Mütze gehört so zur typischen Kopfbedeckung der Frauen früher. Und damit will ich einfach so, ich sag mal, so ein klein bisschen ja, Stimmung reinbringen und das Ganze so ein bisschen traditionell gekleidet sein. Wir haben uns halt so ein bisschen spezialisiert, das Islandpferd mehr auch in Verbindung mit, sag ich mal, der geschichtlichen Bedeutung vorzustellen. Das liegt mir halt auch sehr am Herzen, so als Kulturerbe, also das Islandpferd als Kulturerbe reinzubringen. Die letzten Vorbereitungen werden getroffen. Heute macht die Arbeit im Team besonders viel Spaß. Ja, es ist halt besonders schön, weil wir halt alle dann hier zum Zuge kommen auf so eine Präsentation, also sowohl reitenderweise als auch, sag ich mal, die Leute so in Empfang zu nehmen. Und das ist dann schon schön, wenn man so als Familie oder halt als Team auftreten kann. Gut 40 Gäste aus Deutschland besuchen heute den Hof. Die beiden Islandhunde, Skotta und Somi, sind natürlich erstmal die Attraktion. Zu ihrer eigenen Sicherheit müssen sie zunächst angeleint bleiben. Denn Evelyns Ehemann Sven und die beiden Angestellten Kim und Lena werden eine Reiteinlage präsentieren. Das Islandpferd hat maßgeblich zur Besiedelung der Insel um 874 beigetragen und ist heute für die beiden zusätzlichen Gangarten bekannt, der Rennpass und der Tölt. Um das Wohl der Tiere zu sichern, sollte man nicht einfach am Straßenrand anhalten und die Pferde füttern oder streicheln. Das könnte dazu führen, dass sich Krankheiten ausbreiten oder sich die Pferde um die Aufmerksamkeit streiten und verletzen. Hier am Hof ist Streicheln aber erlaubt. Danach steht das nächste Highlight auf dem Plan der Reisegruppe, die hofeigenen Torfhäuser. 2014 hatte Evelyn die Idee, ihren Besuchern diese alte isländische Tradition zeigen zu können. Der Torf wurde aus dem eigenen Boden auf dem Hof gestochen und hat besonders gute dämmende Eigenschaften. Früher haben die Isländer alle in Torfhäusern gelebt. Von daher haben wir jetzt hier einen Pferdestall, daneben einen Schuppen und dann haben wir noch hier dieses Gebäude, sag ich jetzt mal, das kam ein Jahr später, das ist so ein Pferch, wo man sowohl Schafe als auch Pferde reintreiben konnte, um sie so kurzfristig oder kurzzeitig irgendwo aufzubewahren. Das ist ein Handwerk, was vom Aussterben bedroht ist, weil ungefähr 1940 rum wurden die letzten Torfhäuser gebaut, wo noch Leute drin gelebt haben. Allerlei historische Gegenstände sind hier ausgestellt und geben einen spannenden Einblick in das frühere Leben. Der Pferdestall ist jedoch nur für Besuchergruppen in Benutzung. Für diese gibt es jetzt noch Kaffee und Kuchen, ehe das nächste Ziel angefahren wird. Zum Kerngeschäft des Hofs Lyttingstadir gehören in erster Linie Ausritte. Zwei neue Gäste werden in der nächsten Stunde erwartet. Also es kommen jetzt noch mal zwei Italiener, die wollen 2 Stunden reiten. Keine Erfahrung. Ich denke mal, da nimmst du Venöd und Dori und dann kannst du einen Winter vielleicht reiten. Klar. Der war heute noch nicht. Ja. Na? Gut, okay, die sind dann um 4 da. Ja. Okay. Gut, danke. Kim ist saisonale Mitarbeiterin aus Deutschland, studiert nebenbei Meteorologie und ist eine große Pferdenärrin. Sie bereitet jetzt die Pferde für den anstehenden Ausritt vor. Ich putze jetzt gerade die Pferde für den Ausritt, damit die schön sauber sind und keine Scheuerstellen kriegen, wenn wir gleich die Sättel drauflegen. Bei Wind und Wetter wird hier an der frischen Luft gearbeitet. Das Schönste ist für Kim natürlich das Reiten. In der Regel stehen täglich 3 Ausritte auf dem Programm. Nach und nach lernt man dabei alle Pferde näher kennen.
toll. Also die Pferde aus der Reitpferdeherde, die kenne ich alle persönlich, ja. Mit Namen und Aussehen und Alter und Macken. 2 Stunden dauert der Standardausritt, den sowohl erfahrene Reiter als auch Gäste buchen können, die noch nie auf einem Pferd gesessen haben. In der Zwischenzeit gönnt sich Hofchefin Evelyn einen Moment der Ruhe an ihrem Lieblingsplatz. Hier oben kann ich immer so ein bisschen entspannen. Ich freue mich eigentlich jedes Mal immer über den schönen Blick, über mein Tal, über unseren Hof. Dann hört man den Fluss rauschen, wenn es windstill ist. Einfach immer so ein herrliches Stück Ruhe, ist nicht ganz so turbulent wie am Haus, kein Telefon klingelt. Und dann kann man immer so ein bisschen abschalten. Und hier oben kann ich mir dann einfach so einen kleinen Moment Zeit nehmen, so ein bisschen für mich selbst zur Ruhe kommen. Du bist so niedlich. Oh oh. Nee, ja. Sumi, warte. Jetzt ist die Ruhe erstmal vorbei, denn in der Zwischenzeit sind einige E-Mails eingetroffen. Buchungen für Reittouren und Cottages, aber auch Bewerbungen aus Deutschland liegen im Postfach. Und dann sind jetzt die ersten schon, die sich bewerben wollen zum Arbeiten bei uns für nächstes Jahr. Also da kommt eigentlich immer alles zusammen. Und auch relativ viel Kontakt mit denen, die im Urlaub waren und die vielleicht nochmal eine Frage haben, wie das Pferd nochmal genau hieß oder einfach so nochmal eine Rückmeldung geben wollen. Da ist immer einiges. Ja, und dann mache ich halt auch die Buchhaltung, dass man Rechnungen bekommt, die man ausdrucken muss oder schicken muss. Und das ist ganz viel. Und hin und wieder halt doch auch was Privates. Der Alltag auf dem Pferdehof ist meist von körperlicher Arbeit geprägt. Neben den Pferden gehören noch über 100 Schafe und Lämmer zu den Tieren des Hofs. Wir fahren jetzt gerade mal zum Schafstall, treiben dort einen Teil unserer Schafe rein, wollen uns mal die Lämmer anschauen, wie die so über den Sommer gekommen sind. Und wir wollen bei den ersten Mutterschafen jetzt schon mal anfangen zu scheren, die alte Wolle abmachen. Der Schafstall befindet sich ein paar hundert Meter vom Hof entfernt. Die Schafe müssen jedoch zunächst in den Stall getrieben werden. Zu dritt funktioniert das heute nahezu reibungslos. Die letzten Meter fehlen noch. Und dann ist es geschafft. Knapp 40 Mutterschafe müssen heute von ihrer Wolle befreit werden. Die haben unten drunter schon die neue Wolle. Und da unsere Schafe halt hier nur in diesem Offenstall im Winter sind, scheren wir die nicht runter bis auf die Haut, sondern erhalten sozusagen das Fell, was sich unten schon gebildet hat, und nehmen das Fell vom Vorjahr praktisch ab. Einmal im Jahr kommt die Wolle ab. So will es das isländische Gesetz. Früher wurde das noch mit der Schere erledigt. Zum Glück ist das heutzutage etwas leichter. Evelyn macht den Anfang und Kim packt das Schaf bei den Hörnern. Gut 2 Kilo Wolle fallen dabei pro Tier an. Eine ganze Menge, die zum großen Teil weiterverkauft wird. Dabei bestimmt unter anderem die Farbe den Preis. Nur wenn man jetzt zum Beispiel die Wolle abgibt, bekommt man sehr viel weniger Geld für farbige Wolle. Vor allen Dingen, wenn sie gemischt ist, als für weiße. Rein braune Wolle hat einen höheren Wert auch. Aber das ist halt eher selten. Die isländische Wolle hat gut isolierende Eigenschaften und ist deshalb besonders beliebt in der Herstellung von Kleidungsstücken. Der Island-Pulli ist, sehr markant so für Island und sehr beliebt sowohl bei den Isländern selbst als auch bei den Touristen, die nach Island kommen. Obwohl alle mithelfen, dauert die Arbeit mehrere Stunden. Und das ist nur ein Teil der Herde des Hofs Littingstadir. Da spürt man abends, welche Arbeit man gemacht hat.
Für Evelyn ist der Tag danach aber noch nicht vorbei. Während die Dämmerung bereits einsetzt, ist die To-Do-Liste noch nicht ganz abgearbeitet. Denn die studierte Kulturwissenschaftlerin unterrichtet nebenbei auch noch Tourismus an der Universität Holla. Die heutige Vorlesung ist zum Glück keine Präsenzveranstaltung und kann bequem aus dem Sessel erledigt werden. Ein langer Tag auf Lyttingstadir in Nordisland geht zu Ende. Mit dem Winter steht nun eine etwas ruhigere Zeit für Evelyn und ihre Familie vor der Tür.